Hallo und herzlich willkommen bei ESA Europe. Mein Name ist Millie von Animal Training Harmony. Ich zeige euch heute mit meinem Hund Rena das Deckentraining. Dieses Training besteht aus zwei Videos und ihr seid momentan im ersten Teil. Für das heutige Training brauchen wir ein paar Sachen. Und zwar sind das natürlich Leckerlis, mit denen wir unseren Hund belohnen möchten. Wir brauchen das Lobwort fein. Und wir brauchen das Signalwort frei. Natürlich darf auch die Decke nicht fehlen, am besten wäre sie wäre rutschfest. Das Deckentraining werden wir jetzt nicht mit einem Wortsignal aufbauen. Warum? Wenn ihr draußen unterwegs seid, gibt es sehr, sehr viel Ablenkung für den Hund. Es ist teilweise sehr laut und es kann sein, dass euer Hund das Wortsignal nicht wirklich umsetzen kann. Deswegen werden wir heute nur mit einem optischen Signal arbeiten. Im ersten Schritt werden wir die Decke auf den Boden legen und Leckerlis drauf tun. Das bedeutet, wir möchten, dass unser Hund von sich aus auf die Decke steigt. Sobald er draufsteigt, werden wir ihn loben und dann darf er die Leckerlis selber vom Boden aufnehmen. Fein! Fein! Im zweiten Schritt werden wir den Hund ins Liegen locken. Wenn er das schon von sich aus gemacht hat im ersten Schritt, ist das toll, dann lobt es gleich mit. Wenn nicht, werden wir ihn mit einem Leckerli in die Liegeposition locken, dann loben und dann belohnen. Fein! Der erste und der zweite Schritt sollte dann zusammengeführt so ausschauen. Fein! Fein! Im dritten Schritt werden wir den Hund freigeben. Das bedeutet, der Hund soll lernen, dass er nur aufgrund unseres Signals von dieser Decke runtergehen kann. Wir sagen unser Signalwort frei, streuen ihn ein paar Leckerlis auf den Boden, so dass er von der Decke runtergehen muss, um sie zu erhalten. Und wenn er runtergeht, loben wir ihn, er darf die Leckerlis aufnehmen und dann räumen wir sofort die Decke weg. Die Decke bleibt nicht am Boden liegen, das ist ganz wichtig. Frei. Frei. Im vierten Schritt verschieben wir die Decke. Wir legen sie nicht mehr auf den gleichen Platz, sondern wir legen sie leicht versetzt, damit der Hund lernt, dass es nicht um diese eine Örtlichkeit geht, sondern grundsätzlich um die Decke, egal wo sie liegt. Jedes Mal, wenn wir die Decke woanders hinlegen, machen wir den ersten bis zum dritten Schritt nochmal durch. Fein! Das Deckentraining haben wir ja auf zwei Videos aufgeteilt. Somit werden wir in diesem Video keinen Abbau der Leckerlis machen. Wenn sich Fragen ergeben, schreib uns bitte an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Ansonsten viel Spaß und Erfolg beim Training. Bleib auf dem richtigen Weg. Bis bald.